Schönen guten Tag, wir sehen uns hier wieder zu Corpse Party. Ja, die Regale sind immer noch zum Abbrechen mit langen schwarzen Haaren gefüllt. Mal schauen. Wir sollen uns ja jetzt auf die Suche nach der lieben Lehrerin machen. Upsi, das wollte ich noch gar nicht. Mal gucken, was da steht. Okay. Also eine Info an alle Schüler und Lehrer. Wegen der letzten Entführungen ist überall bei allen Aktivitäten höchste Vorsicht geboten. Sie sollen, die Leute sollen immer in Alarmbereitschaft sein und sich hüten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal da lang. Ich glaube, wir gehen doch erstmal da unten lang. Und wir suchen unseren. Was passiert, wenn wir hier lang gehen? Was zum? Es sieht aus wie eine Sackgasse. Ist das wegen durch das letzte Erdbeben passiert? Mrs. Yui? Wo sind sie? Ich mache mir wirklich Sorgen. Okay, da ist der Kasse. Und wen haben wir hier? Nicht die Yui. Upsi. Ist die wirklich in dem anderen? Die Tür. Kannst du bitte aufhören, mich so zu erschrecken, wenn du stehen bleibst? Es ist kalt hier drin. Nicht nur diese Dunkelheit und der Angst. Hey, Shinosaki. Hast du mehr von diesen Kerzen? Wie wär's, wenn wir... hast du mehr von diesen Kerzen? Genauso wie die, die du bei der Geistergeschichte angezündet hast. Ja, klar. Wie wär's, wir zünden eine an und... verschnaufen mal kurz. Sie geben auch ein bisschen Wärme, oder? Klar. Meine Kerze ist etwas warm. Ja, das ist sie. Wir alle wissen, was die Kerzen zu bedeuten haben. Warum haben sich jetzt beide Türen geöffnet? Muss doch eine Falle sein. Warum haben sich die Türen geöffnet? Nach unten konnten wir nicht gehen, oder? Oder? Doch, was ist das? Ist das nicht der Raum von vorhin? Ja, ist es. Und ja, ich drücke mich davor, da hochzugehen.
Du ist doch mal. Was ist los? Ich hatte gerade eine Blitzidee. Die Shinosakis berühmte Angstkerzen. Es gibt keinen Schüler in unserer Klasse, der sie nicht kennt. Willst du mich verarschen? Kein Schüler in unserer Klasse, der sie nicht gesehen hat? Die Leute nennen dich aus einem guten Grund die Horrorklassensprecherin. Also, wie wäre es, wenn... wie die Kerzen einfach überall auf dem, in dem Gebäude aufstellen. Sie werden als Signalfackeln für Mochida und die anderen dienen. Um sie wissen zu lassen, dass du, ich und Mrs. Shishido alle hier mit ihnen sind. Sicher und wohlbehalten. Ja, es scheint mehr, als wenn sie versucht, sich selber zu beweisen, dass sie okay ist. Das macht sie immerhin, das lässt sie immerhin besser dastehen. Komm, lass uns gehen. Okay. Soll ich jetzt runter oder hochgehen? Ich gehe einfach mal weiter runter. Nein, die Musik hat sich verändert. Ich gehe hoch. Ich habe so das Gefühl, als wenn es hier weitergeht. Ich nehme mir das fucking Speicherding mit. Ich gehe erstmal hoch. Weil da konnten wir ja letzte Folge nicht hoch. Darum machen wir das jetzt mal. Ich habe immer noch Angst. Was ist hier? Ein altes Bild. Es sieht aus, als wenn es von einem Kind gezeichnet wurde. Es steht auf einem der Regeln. Was? Was? Was zum Fick ist das denn? Das kann... sorry, das kenne ich selber noch gar nicht. Vier lachende Kinder umkreisen einen Erwachsenen und sie erstechen ihn zu Tode. Was? What the heck? Wie unpassend. Hat das Ding da auch was zu bedeuten? Nö, nur tausende toter Käfer. Was? Wow. Was zum... ich glaube, da passiert später noch was. Wenn du ein paar Namensschilder von den Leichen in dieser Schule findest, bitte bring sie zu mir. Ich werde sie zu meiner Sammlung hinzufügen. What? Sollte ich vielleicht erwähnen, dass ich das Spiel ab jetzt blind spiele? Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß nicht, was wir hier gerade getriggert haben oder so. Wollen wir da jetzt so
Ich runterspreche als sicherheitshalber nochmal. What? Alter Schwede! Die Musik gefällt mir gar nicht. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Linke Schuhe. Lebende Freunde sind welche fähig sind, ihr Bewusstsein beieinander zu halten, werden dein letzter Strahl an Hoffnung sein. Diese Schuhe. Will ich jetzt hier lang? Wo geht es? Das sind menschliche Skelette. Oh Gott, nein! Ich hätte unten lang gehen sollen. Hast du jetzt Schaden bekommen? Bist du okay, Shinosaki? Es wird schon. Ich habe nur ein bisschen hyperventiliert. Komm, wir müssen Miss Yui finden. Ja. Wozu hältst du Toshi? Ich wette, wenn er hier wäre, er würde Shinosaki ein ganzes Stück ruhiger sein. Was stehst du noch hier rum? Lass uns hier rausgehen. Ja, okay. Lass uns erstmal nach unten gehen. Rechts kommen wir nicht lang. Das macht's nicht besser. Der Fronteingang ist genauso, scheint genauso wie angemalt. Es öffnet sich nicht, weder öffnet er sich noch gibt er irgendwelche Hinweise darauf, dass er sich jemals öffnen würde. Alter, steht was. Jedes Mal, wenn du dich umdrehst, warte für einen Moment und frage mir, und stelle dir die Frage, ist die Welt hinter dir immer noch da? Das macht mir gerade Angst. Kann ich darüber gehen? Achso, ich will das jetzt lieber nicht holen. So ich das Spiel kenne, kriegen wir sowieso noch ein Brett. Links oder rechts lang? Rechts lang! Das ist verschlossen. Okay, kann auch nicht geöffnet werden. Die auch nicht. Eine rote Tür? Ja, basierend auf den langen Haaren, die da rumliegen, scheint es sich um einen weiblichen Schüler zu handeln. Der sind hektisch geschriebene Mitteilungen auf dem Boden. Der Verfasser, was war das jetzt mit dem Handy? Aha. Der Verfasser schien in Eile gewesen zu sein und hat unvollständige und schwer zu lesende Notizen hinterzulassen. Oh, hi, warum? Schwester?
der. Es tut weh. Es tut weh. Oh oh. Nachdem ich gestorben bin, wird der Tod. Wird der Schmerz für immer weitergehen. Nein. Nein, nein, nein. Was? Schwester? Du hast mich angelogen. Du hast mich zurückgelassen, oder? Ich werde dir nie vergeben. Ich hasse dich, Schwester. Es tut so weh. Die Tür ist verschlossen. Ach, das ist doch der, der die Dinger sammelt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwas Schlimmes damit getriggert. Nicht, dass wir gleich sterben, weil ich das Ding gelesen habe. Oh oh. Opfermemoiren 1 von 5. Ich hab heute meine Freunde gegessen. Was sonst hätte ich tun sollen? Ich war am Verhungern. Wir beide waren es. Und es gab kein Essen. Also haben wir uns gemeinsam entschieden, dass einer von uns es versuchen sollte, um ein etwas länger zu leben. Wenn ich jetzt jemals nach Hause gehe, werde ich es allen Leuten erzählen, die darauf warten. Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir haben alles entschieden. Mit einem Spiel, Schere, Stein, Papier. Der Verlierer ist den, wird vom Loser Eats Winner? Also, der Verlierer ist den Gewinner? Was? Und ich hab verloren. Ich hab ihr Blut und meinen Rachen runterfließen spüren. Und ihr Fleisch war sättigend. Aber das Blut und das Fleisch waren einmal mein Freund. Mein Freund. Aber bis vor ein paar Stunden vorher habe ich noch mit ihr geredet. Was denn? Meinst du oder Freundin? Ich habe weitergedacht. Das Essen war eine Person. Bevor ich fortging. Bevor ich ihn verschlug, haben wir alle für ein Leben gekämpft. Und immer als ich das darüber dachte, musste ich anfangen zu weinen und konnte es nicht aufhalten. Ich wollte etwas von ihr bei mir haben, nachdem sie starb. Also entschied ich mich für einen ihrer Augäpfel. Und ich dachte mir, vielleicht sollte ich das alles niederschreiben, um etwas meiner Geisteskraft noch zu behalten. Ach du Scheiße. Ja, das ist die Leiche. Ich will da nicht rein. Was zur Hölle ist das für ein Raum? Es ist nicht wie einer, wie irgendein Klassenraum, den ich vorher mal gesehen habe. Moment, ich muss mal mein Mikro richten. Okay. Ach nein, sie hyperventiliert wieder. Hey, Shinazaki.
Kopf zerspringt. Bist du okay? Wir sollten hier nicht sein. Claire schlägt die Tür zu. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Claire schlägt die Tür zu. Es scheint, als wenn etwas hier wäre. Da hinten. Oh. Wir sollten hier nicht sein. Oh. Nein. Was zur Hölle? Bleib zurück! Erschreck mich nicht so, Gott! Du darfst absolut nicht in seine Augen schauen, okay? Was liegt darum? Ein alter Nagel sitzt auf dem... Ja. Achso, das ist ein Brecheisen. Oh oh. Was zur... Der Baustein in Yoshikis... Tasche... begann aufgeregt zu wackeln. Upsi. Ich dachte, ich habe gerade Miss Yuis Stimme gehört. Hab ich euch gerettet? Sagt sie. Aber das kann nicht. Kann es? Verdammt. Verdammt. Ich habe in seine Augen geschaut. Und jetzt kann ich nicht mehr wegschauen. Was zur Hölle ist mit diesen Augen los? Dem fehlt die Zunge. Was ist los? Es ist stockduster. Shinosaki, Mrs. Yui, Satoshi, ist irgendwer hier? Mann, wo zur Hölle bin ich? Träum ich oder was? Scheiße, ich weiß aus dem Anime, was passiert. Ich kann mich nicht bewegen. Es fühlt sich, als wären Wände überall herum. Und bin ich in einem Loch oder so? Scheiße. Was zur... Wer? Stopp! Dreck und... Kies von oben? Stopp! Zur Hölle nochmal! Ich lebe hier unten! Also ich bin noch am Leben! Warum wollt ihr mich erstecken? Mein Mund wird immer weiter gefüllt. Oh oh. Ich kann nicht mehr atmen. Und ich glaube, werde ich jetzt so sterben? Warum? Wer würde sowas? Das kann nicht passieren. Das ist nicht mehr Spaß. Hör auf! Meine Augen tun total weh. Scheiße, ich glaube, wir bringen ihn gerade um. Upsi.
Ups, ich habe Yoshiko umgebracht. Upsi. Ich würde mal... Scheiße. Ich hab das falsche Ende gespeichert. Nee, doch nicht. Gut. Ich würde mal sagen, wir laden von hier an neu. Ich trigger das noch mal kurz. Ich spreche das Vieh nicht mehr an. Das habt ihr euch jetzt. Ich werde dich nicht mehr ansprechen. Ich hätte es gehasst, wenn die Tür zu wäre. Achso, das ist ja immer noch die Leiche von gerade eben. Hey! Was? Auf einmal stand dann... War da ein Name-Tag? Hier geht's nicht mehr weiter. War ich schon überall? Diese Richtung war ich doch auch schon gegangen, oder? Ja, hier ist der Rachegeist, hier kommen wir nicht weiter. Was passiert? Okay. Mit dem Fernseher. Ein Geräusch, was von einem Fernseher kommt. Ich ahne, was das für ein komischer Raum ist. Was ist los? Hey, Shinosaki, wo gehst du hin? Was zur Hölle soll das bedeuten? Und wo zur Hölle ist sie hingegangen? Denke mal, dass ich hier falsch bin. Ja, ich bin hier falsch. Da bin ich mir sicher. Was war das denn gerade? Das ist schon wieder. Shinosaki, da bist du. Was machst du? Niemand sagt das. Heute ist der Geburtstag meiner Tochter. Sie wird 7. Wollen wir rausgehen und das feiern? Was machst du? Das ist eklig. Oh. Warum schaut ihr beide mich so an? Shinosaki? Hey? Ja? Kriegst du eine Nummer? Was ist falsch? Ist was falsch? Du hast gerade sehr creepy Zeug erzählt. War sie gerade... hat sie nicht aufgepasst? Das muss der Druck gewesen sein. Ihre Nerven sind wahrscheinlich schon komplett durch. Egal. Wahrscheinlich nur meine Einbildung. Kümmer dich nicht drum.
Was zum Fick hatte das jetzt zu bedeuten? Nein! Ich kürze das Ganze mal ab. Hä? Was zum? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Hä? Ist das das Kindchen? Was zum Fick war das? Warum war er jetzt gerade nicht auf uns getriggert? So, das überspringe ich jetzt mal. Ich frage mich, was das gerade zu bedeuten hat. Wie gesagt, ich überspringe das jetzt mal kurz, weil das haben wir ja gerade gehabt. Was zum Fick hatte das zu heißen? Und was ist das nochmal für eine Nachricht? Ach ja. Ich warte darauf, dass irgendwas komisch, dass hier irgendwas passiert. Wie kann doch jetzt eigentlich gar nicht mehr hier raus? Oder? Ich meine, wenn wir jetzt hier rausgehen. Was zur... Ah! Scheiße, wir hätten vorhin schon die Platte mitnehmen müssen. Diese. Wir können die Platte nicht mitnehmen. Was zum Fick? Hallo, Junior? Da kommt er. Scheiße. Nein. Scheiße. Ja. Hä? Nein. Ich höre erstmal auf für diese Frage. Bis dann.